wieder da. Theo ist wieder in der Stadt. Oh. You need a taxi, my friend? You can, Holländisch? Ich kann Deutsch. Kannst du mich fahren zum Führerschein bringen? Was kostet das? Würde 170 Dollar machen. Das ist aber teuer, Junge. Nee, das nehme ich nicht. Es ist nicht teuer. Das ist mir zu teuer. Ich meine die Wirtschaft hier an. Wenn du machst Taxifahren alles und du gehst vom Krankenhaus weg, ich mach gratis. Fahr mich zur Bankomat. Okay, mach ich mir so. Also 170 Dollar, ne? Quatsch mir zu viel. Ich bin Millionär, fahr. Aber warum bist du jetzt Taxifahren? Ich hab keinen Führerschein. Das ergibt immer noch keinen Sinn. Du meinst eben, du willst Führerschein machen, um Taxifahrer zu werden. Ja, du gehst jetzt mit mir, du zeigst mir alles. Wenn du mir ein bisschen Geld gibst, ich kann nicht zeigen. Kein Problem. So. Ich warte auf dich. Mach die Uhr aus. Die Uhr ist nicht einmal, mein Freund. 10.000. Ich denke, ein bisschen was auf Tasche geben. Ich bin transparenter Taxifahrer. Ich sag dir vorher Preis, den Preis bezahlst du auch am Ende. Wie heißen Sie? Martinus. Von München, ja? Ja, da ist der Wagen angemeldet, das ist so richtig. Aber ich komme aus Uganda. Guck mal, 170 Dollar erstmal für die Fahrt. Ich gebe dir 300, dann spare ich mir den Scheiß. Gib sie mir so einen Lappen. Mein Handy klingelt. Nee, ich kann dir helfen. Warte kurz eine Sekunde, ich gucke mal. Ich glaube, mein Vater ruft an. Fabo, warte. Kai? Welche Kai? Hier ist nicht Kai. Ich hab Hi gefragt. Oh, bist du meine Frau? Nee. Wer ist denn da? Tessa. Oh, du bist mein Schatz! Hi. Wo warst du denn? Ich bin im Krankenhaus aufgewacht, ich habe keine Ahnung. Das ist so schön, deine Stimme zu hören. Du hörst dich an wie Engel. Dankeschön. Wie sieht's aus? Machen wir heute ein Kind? Nee, so weit sind wir noch nicht. Warum denn nicht? Nee, nee. Du rufst doch an, wenn du juckig bist. Ich hab dir doch geschrieben. Ach, wirklich? Guck doch mal WhatsApp! Ruf mich an, wenn juckt. Ich muss kurz was machen. Ich ruf dich zurück. Wo bist du denn? Alles klar. Ich bin am Würfelpark. Hast du aufgelegt? Nein, ich bin noch dran. Komisch. Pass auf, guck mal, dass wir suchen mal für uns ein Haus. Das ist deine Aufgabe, dass wir irgendwo leben können. Alles klar. Jetzt wird es gehen. Okay, tschüss. Ja, die 170 Dollar. Ach so, sie telefoniert. Aber mach doch mal halblang. Ihr habt die Frau am Strippe. Kennst du es doch, wenn die Frau anruft? Was soll ich ihr sagen? Ja, wie weißt du, was wir sagen? Dass sie nur anrufen soll, wenn du Bock hast. So, wie viel gebe ich dir? Wenn sie Bock hat. Komm, jetzt respondiere mal hier. 170 Dollar. Klartext, was kann ich hier machen? Wie kann ich hier ein bisschen schneller rauskommen aus dem Scheiß hier? Aus welchem Scheiß denn? Ich will Taxifahrer sein. Ich will alles haben, was es gibt hier. Guck mal, du musst jetzt gleich einen Test machen, kostet 500 Dollar. Dann kannst du Praxis machen, kostet glaube ich 2.000, 3.000. Ich kann aber nicht lesen und nicht schreiben. Deswegen brauche ich das so jetzt. Da kann ich dir nicht helfen. Ich gebe dir 300, damit es schneller geht. Hier, nimm, komm. Oh, jetzt rennt er auch für das Geld. Guck mal, jetzt kann er auf einmal, hä? Ja, jetzt kann er. So, rein da. Was ist das denn für eine? Hi. So, wer sind Sie denn hier? Ja, was? Ich mach ja Führerschein. Was rettet denn da so bei Ihnen? Wer bist du denn hier für eine? Hey, lass mich. Geh weg von mir. Kennst du mich? Wer bist du? Ich hab für dich Arbeit in Amsterdam im Fenster. Gibt immer Leute, die was anderes wollen. Ja, perfekt. Bleib stehen, wir brauchen dich. Du gehst mit heute. Ja. Okay. Theorie. Ich mach kurz den Test hier. Ah. Hallo, was ist das denn? Was rettet hier denn so? Ich mach den Test gerade. Ich fahr 120. Fußgänger hat tot, was machst du? Es reicht doch jetzt, die Dame. Hören Sie mal auf mit ihm gerade. Dann kannst du an einer Ampel weiterfahren. Ja, wenn grün ist und frei und Dankeschön. Mein Gang gefährdet, ne? Okay, du kannst mir weiterhelfen, ohne Schilder und Hinweis, auf die Geschwindigkeit in einer Ortschaft, wie viel km/h erlaubt? 30, 50, 40, 60? 50. 50, okay. Beim Wechseln zu einer Spur musst du Spiegelcheck, tote Winkelcheck, Blinker benutzen, alles von die drei. Ja, alles. Wunderbar. Wenn du überholt wirst, darfst du nicht bremsen, deine Spiegelcheck, andere Fahrer beobachten oder beschleunigen. Komm. Beschleunigen natürlich. Wunderbar. Du kriegst du nachher nochmal 100. Wenn du mit 80 in eine Ortschaft reinfahren, musst du beschleunigen, deine Geschwindigkeit beibehalten, wenn kein anderes Fahrzeug da ist, langsam werden und Geschwindigkeit langsam beibehalten. Langsam. Natürlich werden. Langsam werden, wunderbar. Ne? Ist sehr. Ab welchem Blutalkohollevel darfst du nicht mehr fahren? 0,05. Wunderbar. Also 0,06. 0,05 darf man ja noch, ne? Okay, wunderbar. Ist ja die Grenze. Wenn du Kreuzung rechts biegst, dort aber den Fußgänger die Straße überqueren, machst du was? Vorbeifahren. Rüberlassen, rüberlassen. Du erschießt die Fußgänger, steht hier. Ah, ne, ich hab das. Nee. Ich hab das. Gut, wunderbar. Weiter. Was ist beim Überholen nicht erlaubt? Schneller als die Tempolimit. Wunderbar. Super. Bestanden! Super! Yeah! Glückwunsch! Yeah! Ich hab bestanden!
Gut, dann kommst du nochmal hier rüber. Komm mal hier rüber. Wie heißt denn das hier mit die pinke Haar, die halbe? Wie heißt du denn mit deiner pinke Haar, die halbe? Jacqueline Hohn. Merk dir meinen Namen, ich bin Theo die Hurensohn, die Große, Theo von Alge. Ja, ich bin leider momentan besetzt mit Tessa. Du musst schon eine Markierung vorgehen. Kann ich nicht einfach diese Auto behalten? Nee, kannst du nicht. Jetzt fahren wir raus, ja? Ja, das Auto stoppt manchmal von alleine, das ist ein bisschen komisch hier. Und wie fahre ich? Ich sag mal so, ne? Akzeptabel. Okay. Oh, da guck dir das an, das Arschloch. Hast du das gesehen? Ja, das sind hier die Verrückten, ne? Alle haben immer nicht geglaubt an mich, Theo. Mein Vater hat gesagt, du bist Versager geboren. Bis ich meine erste Marihuana-Plantage hatte. Da habe ich Mutti eine Silberkette geschenkt. Dann hat der Vater gesagt, Junge, super, super Junge. Meinst du Ganja? Ganja, ja. Ganja, yeah. Und dann habe ich Schwester, Kind gekriegt, mit Schwester. Dann war Papa nicht mehr so erfreut. Das kann ich verstehen. Du musst dir gleich rechts bleiben, damit du, genau. Ich finde das gar nicht so schlimm. Also vielleicht jetzt mal so unter uns, ne? Ja. Vielleicht habe ich schon das ein oder andere mit dem Taxifahrer verdient. Es ist nicht so schlecht. Es gibt ja nette Leute, die sind spendabel und geben gutes Trinkgeld. So wie ich? Ist ein bisschen mehr Trinkgeld, Mann. Ein bisschen mehr noch Trinkgeld, okay, okay. Geh rechts. Oh, ich glaube, ich habe es geschafft. Ich glaube, ich habe es geschafft. Ja! Wir haben es! Wir haben es, Junge! Komm her! Gib mir eine Umarmung, Junge! Wo ist denn Umarmung? Okay, dann nicht. Dann greif mir einfach in den Schritt, da freuen wir uns auch im Holland. Greif mir einfach in die Eier! Wunderbar, Junge, wunderbar. Es könnte heute wirklich sein, dass ich meinen ersten Stich mache in dieser Stadt. Ne? Ich habe eine Frau kennengelernt. Hast du auch eine Frau? Nee, du. Ich muss Geld nach Uganda schicken, weißt du. Geld nach Uganda schicken? Ja, aber dann lasse ich dich auch mal drüber. Komm. Nee, du. Alles gut. Ja, aber was machst du denn? Mach die alle selber? Das ist nicht normal, was ich immer höre. Die alle machen selber. Junge, du bist doch voll im Saft hier. Du gib ich mal keine Auskunft, ne? Junge, du bist doch voll im Saft. Das ist doch Verschwendung. Komm mit. Das ist gute Zeug. Was ist jetzt los hier? Was ist das denn hier? Hallo, willst du noch mal unsere Ohren ficken oder was? Hallo, ich bin hier der Fahrschulmeister. Willst du deinen Führerschein machen? Jo, alles gut. Ich wollte meinen Führerschein machen. Genau, Kevin aus Kreuzberg. Servus, freut mich. Wie kann es sein, dass du schon mit Auto fährst ohne Führerschein? Tickst du noch richtig? In Kreuzberg ticken wir ganz anders. Weißt du, wie ich meine? Du bist hier aber nicht im Kreuzberg. Ja, ich bin von Kreuzberg angereist. Hast ein Problem, Kerle? Wo kommst du mit dem Auto her ohne Führerschein? Ja, das hat mir Ali gegeben. No, das kann nicht sein. Ich bin Hüter des Gesetzes. Was ist los mit dir? Du bleibst hier, ich bin Hüter des Gesetzes. Ich rufe jetzt die Polizei an. Hallo? Ich musste den Führerschein auch machen. Das ist so perfekt für mich, das Auto. Ich habe mich direkt verliebt. Ich bin auch, weißt du, Fan von der Farbe. Warum willst du auch so eins, oder wie? Ich würde gerne ein oranje Auto haben, ja. Ja, gut, nee, sollen wir dir eins zulegen? Ich sag dir eins, ich mach dir... Dann rastet Kevin aus Kreuzberg aus, jetzt verpiss dich! Ich mach dir einen guten Preis. Du gehst jetzt einfach und überlässt mir das Auto oder ich ruf Polizei. Halt's Maul. Du gehst jetzt! Kennzeichen merken! Martin, Kennzeichen merken! Hey! Polizei anrufen. Gib dem eine drauf! Reicht's mir hier! Reifen schießen! So, das Auto bleibt hier! Komm, wir gehen lieber jetzt. Wir haben genug Scheiße gebaut. Komm, kannst du nicht auf den schießen? Wieso denn nicht? Doch egal. Komm, wir gehen. 1000 Dollar, dann nimmst du dich mit. Ey, so ist es nicht. Jetzt fängst du auch schon an. Bist du noch ganz richtig oder was? Ich bin dein Freund. Ich hab dir 300 Tacken gegeben. Du schießt rum. Ich nimm schon. Ich hab doch nur die Auto geschossen. Du hast mich mit eingeschossen. Guck mal, der schlägt jeden. Wir rufen jetzt die Polizei. Oh, die sind schon da. Wir gehen jetzt, Liebe. Komm. Wir gehen. Ey! Hey! So, hallo! Ich hab euch angerufen. Hallo? Hilfe! Uns hat keiner angerufen. Ich hab angerufen, das Handy ist mir runtergefallen. Das ist Kevin aus Kreuzberg. Der hat keinen Führerschein, der fährt ohne Lappen. Jetzt geh ich. Ich hab einen Führerschein. Wer ist denn hier gefahren? Hör auf zu lügen, Junge. Wir gehen. Polizei, viel Spaß mit den Sozialfällen hier. Das ist wirklich eine Schande, was hier los ist an der Fahrschule. Wir fahren jetzt, Martin, komm.
Ich hab keine Ahnung. Komm Martin, wir fahren. Taxi. Wunderbar. Hast du Bargeld dabei? Natürlich habe ich Bargeld dabei. Fahr jetzt einfach. Sollen wir mal ganz kurz zu Immobay fahren? Was ist denn jetzt schon wieder? Ja. Martin hat doch nur Scheiße gemacht wieder. Martin, was hast du gemacht? Bist du zu schnell gefahren oder was? Ich hab Scheiße gemacht. Hallo schön. So, wunderschönen guten Tag, Polizei Dortmund. Mein Name ist Winter. Der andere Herr auch einmal bitte aussteigen. Hallo, ich dachte, das macht mein Lebensgefährte da draußen schnell. Also, hier ja, nee, sie steigen auch mal wieder aus. Lebensgefährte? Ich komme. Herr Mafufu, einmal bitte I'm Führerschein okay. Und die ich Zulassung. Beruhig dich bitte. Hallo, guten Abend, Jungs. Führerschein und die Zulassung. Ich guten Abend. Guten Abend. Okay, haben Sie auch einen Personenbeförderungsschein eventuell? Wie, Personenbeförderungsschein? Also, Sie fahren hier ja offensichtlich mit dem Taxi. Sie meinen den Busführerschein? Ja, nee, der Busführerschein ist für den Bus. Nee, der Busführerschein ist direkt ein Personenbeförderungsschein. Haben Sie denn einen Busführerschein? Nein, nein, habe ich nicht. Fahr ich gerade Taxi? Ja, also. Nein. Martin, da würde ich aber bitte mein Geld zurück, wenn du das nicht kannst, ne? Also, das ist eine Schande. Ich bin nur Kunde. Muss ich nochmal gucken. So was Peinliches! Okay, machen Sie mal ein bisschen ruhig. Das war ich jetzt. Theo von, keine Ahnung, weiß. Der hat eine Pistole dabei. Wahrscheinlich hätte er nicht meinen Waffenschein dafür. Ja, ich würde den mal kontrollieren. Der hat den hinten rumgeschossen. Der hat mich auch fest eingeschossen. Also das ist eine Schande. Das ist immer das Einfachste. Umgekehrte Psychologie, hä Martin? Das kannst du gut, ja? Okay, ich sag euch jetzt die Wahrheit. Das ist eigentlich mein Mann. Er ist aber fremdgegangen und ich verzeihe ihm heute eigentlich. Wir hatten auch unsere gute Zeiten, ja? Das ist einfach so, ne? Irgendwann ist halt einfach vorbei, ne? Und heute habe ich mir gedacht, komm. Es wird auch wieder jemand Neues kommen. Steige ich nochmal ein ins Fake-Taxi, ne? Mir heute gedacht. Oh mein Gott. Martin, mein Schatz, jetzt ist doch gut hier. So, an den Herrn von Allgericht, gehen Sie bitte zurück zu den Kollegen. Ja, warum? Das ist doch mein Lebensgefährte. Ja, nee, weil ich das nicht sage, deswegen gehen Sie. Ich komme mir vor wie beim RTL 2 hier. Das kann doch nicht sein, Martin. Das haben wir 10 Jahre lang gemacht. Jetzt aus. Den Prügel habe ich kaum hinten reingekriegt. Am besten, Herr von Alge, Sie stellen sich erstmal bitte. Bleib hier, ja, das ist so. Das ist halt hier ein Schlammschlag jetzt, das ist so. Und haben Sie sonst gefährliche Gegenstände dabei, an denen ich mich verletzen könnte? Ein Döner dabei. Okay, ja, ich denke nicht, dass er so gefährlich ist, dass ich mich daran schneide oder so. Du wirst auf jeden Fall was Dickes gleich merken. Und wenn du mich weiter so anpackst, wird es noch dicker werden. Dann schwillt es an. Okay. Merkst du das? Oh ja, das merkst ja, du. Ja, ich merke auf jeden Fall was Dickes, aber das ist nicht vorne, sondern hinten. Was wollten Sie mit dieser Pistole? Welche Pistole? Nehmen wir dir erstmal ab. Sind erstmal vorläufig festgenommen, sind beschuldigt. Wir haben Strafverfahren, Sie brauchen sich zu dem Sachverhalt nicht weiter zu äußern, können sich gerne im Nachhinein nochmal dazu äußern oder dabei bedarf Ihren Rechtsanwalt einschalten. Haben Sie es soweit verstanden? Ja, aber warum denn genau? Okay, möchten Sie den Klärchen gleich, möchten Sie das Recht des eines Anwalts machen? Ich möchte gerne mit Martin reden. Ja, das können Sie auch gleich gerne machen. Möchten Sie einen Anwalt? Ja, ich möchte einen Anwalt, weil ich kann nicht lesen und schreiben. Auf den Herrn. Okay, dann werden wir gleich dafür sorgen, dass Sie einen Anwalt kriegen. Du scheißt nicht auf mich, 10 Jahre habe ich dir das verboten, in die Badewanne und deine Spiele, das mache ich nicht mehr mit! So. Schäm dich. Okay, das kann sie wirklich danach nur, weil dir das unangenehm ist, weil du dich nicht outen willst. Brauchst du mich nicht in die Scheiße drücken? Warum machst du das? Wir haben sie jetzt festgenommen aufgrund dessen, dass sie eine Schusswaffe dabei hatten. Wegen der Pistolette? Und genau, und diese wahrscheinlich nicht legal tragen. Ob sie einen Waffenschein haben, das prüfen wir auf dem Präsidium. Das habe ich in die Lage. Ja, wir brauchen ein psychologisches Gutachten. Wir haben einen Waffenschein. Wir brauchen dringend einen Psychiater. Ja, in Holland, aber der muss schon in Deutschland gültig sein. So, diese Pistole, die gab es bei uns zum Gewinnen. Beim Entenangeln. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber Sie brauchen einen deutschen Waffenschein und ich gehe gerade nicht davon aus, die Kollegen können das auch gerne in unserem System nachprüfen, dass Sie einen gültigen deutschen Waffenschein besitzen. So, warte mal, ich schau mal. Das weiß ich doch nicht, aber das ist demnach gilt das als illegaler Waffenbesitz. Wie heißen Sie, Herr Beamte? Wie heißen Sie? Wie ich bin der Herr Winter. Der Herr Winter? Winter. Das ist, Sommer ist mir lieber, aber ich spreche trotzdem nicht. Ich lache dann morgen über Ihren Witz. Herr Winter, wenn Sie mir kurz die Gesetze hier sagen könnten, schnell. Alle. Ich kann auch nicht alle auswendig. Ich weiß zwar, wo es steht, aber alle kann keiner auswendig. Wie haben Sie die Ausbildung bestanden? Das kann ja nicht sein. Wie habe ich meine Ausbildung bestanden? Alle Gesetze müssen drauf sein. Der mit den langen Haaren, kann der die? Nee, alle kann ich auch nicht. Ja, genau. Also teilt ihr euch auf oder was für jeden? Dann reicht mir doch auch eins, um hier mitzumachen. Okay. Dafür müssen Sie dann einmal aus dem Fahrzeug nochmal in den Kopf. Ich habe ein bisschen Angst. Ich will gar nicht zum Polizei. Geht mal ein bisschen auf Seite, Kollegen. Ich will gar nicht im Gefängnis gehen. Muss ich jetzt im Gefängnis gehen? Oh, ich bin jetzt wirklich in ein Gefängnis drin, weil sie sind nur Schwerverbrecher. Guck dir Dame an! Lass mich nicht zu Dame rein! Was für Schwerverbrecher? Sie bekommen Einzelzelle, keine Angst. Oh, das ist nett. Hier soll ich kacken gehen? Willst du mich verarschen? Jetzt bist du am Arsch.
Nein, du bist gleich am Arsch, wenn wir Doppelzelle teilen, dann sage ich dir, dann geht's runter nach vorne. Alge bekommt illegaler Waffen, kein Problem. 20 Hafteinheiten. Sollte er sich weiterhin unkooperativ verhalten, können sie das auch gerne auf 30 erheben. Der Eintrag ist schon angelegt. Also Jungs, ich bin Theo von Alge, kennt ihr mich? Natürlich, ich hab sie doch heute Nachmittag erst kontrolliert. Ich meine doch nicht sie, Polizei, ich meine meine Freunde von der Haftgesellschaft, die auch drin sitzen. Keine Ahnung. Wegen lächerlichen Straftaten. Nehmt ihr die Leute mit? Mir dann nochmal ihren Ausweis bitte gegeben? Nein. Mit deine Fresse da drüben. Okay. Ich hab dir einmal geschrieben. Hört ihr, was sie sagen zu euch? Ihr sollt euch um die anderen kümmern. Achso, und Halt deine Fresse da drüben. Kann ich bitte zu die anderen in die Zelle, dass wir ein bisschen spielen können? Ja, ich was ist da will ich mich sehen. Wenn wir zusammen in einer Zelle kommen, ein bisschen spielen. Gut, Herr von Alge, dann einmal bitte. Kann mal hier ein Officer jetzt endlich mal herkommen? Ich hab noch einen Anruf frei. Hallo. So gut, dann gehe ich hier zurück. Irgendein Officer. Ja, das macht der Herr Ten gleich. Jetzt machen Sie mal, schalten Sie mal einen Gang runter, ja. Was? Ich warte hier schon 20 Minuten. Wer ist kennst du Maskantje? Maskantje! Maskantje, ja, da lebt mein Sohn Bruno! Mein kaputt, Junge! Wo kommt ihr her? Was habt ihr gemacht? Erzähl mal! Wie heißt du, Bruder? Theo! Irgendwas mit Alge heißt der Bruder. Theo von Alge! Theo von Alge! Das bin ich, ja? Ich bin Oleg Smirnov, Bruder. Oh, und ich bin Alex Knežević. Wo kommt ihr her? Vom Russia? Der ist Russe, ich bin Serber, Bruder. Jetzt leider hoch. Oh, alles gleich. Wir müssen zusammenhalten hier, wir sind Ausländer. Wie viele Hafteinheiten hast du bekommen, Theo? Das habe ich nicht zugehört. Das sehe ich doch nicht. Fertig. Okay, wir sind die Psychologen aus dem Klinikum Dortmund. Die was sind sie? Wir sind Psychologen. Psychologen mit Z oder was? Wunderbar. Okay. Sie haben bei mir gar keinen Waffenschein. Theo von Alges. Das ist, weil du blind bist. Guck doch, hat sich mir hat er sich das erst vorgestellt mit Theo von Alges. Bei mir haben sie keinen Waffenschein gegeben. Ich weiß nicht. Ich hab das gerade gezeigt für alle. Wenn ihr nicht guckt, kann ich auch nichts dafür. Sagen Sie mal, Kollegen, gibt es hier irgendeinen Raum, in den wir uns zurückziehen können? Haben wir vielleicht hier mitkommen? Okay, ja, kommen Sie mit. Ja, dann kommen Sie mit, Herr Alge. Gar nicht raus. Wunderbar. Wir gehen ins Besprechungsraum. Wir kommen raus. Ich kann raus. Ja, Sie kommen auch schon mit mir. Hey, warte draußen auf uns, Junge. Ich bin selber, ja. Hoffentlich lassen die dich hier drin, Junge, die nächsten Jahre. Ja, ich geh raus jetzt. Wo sind die anderen? Nee, sie gehen nicht raus. Sie gehen jetzt weiter zu den Kollegen, haben uns da verstanden. Junge, Hannibal Lecter habt ihr hier, Filmstars. Wir gehen. Abmarsch jetzt hier. Komm, wir gehen. Du Bruder, du bist für Psychiatrie bereit. Tut mir leid. Junge, hast du schon alles vorgekritzelt oder was? Was hast du das geschrieben? Mit deinen Fäkalien oder was? Komm, wir gehen. Bei mir hat er sich vorgestellt als Van Hurensohn. Ja, das stimmt auch. Das stimmt beides. Ja, Theo gut, von also Hurensohn. Kann ich auch kurz erklären? Dieser Titel wurde mir übergeben von die blaue Marcel Heri, der gesagt hat, ich darf das sein. Und das ist, ihr wisst selber, was Hurensohn bedeutet. Bedeutet Nummer 1 sein, der Große. Sie meinten ja, Sie hätten einen Waffenschein, der aber aus Holland kommt. Der ist bei uns nicht gültig in Dortmund. Das müssen Sie sich halt begreiflich machen. Können wir doch übersetzen lassen. Ja, nee, Fakto ist, Sie müssten den halt neu beantragen lassen bei der Bundeswehr. Kostet Sie dementsprechend 1 Million. Da kann auch die Polizei hier nichts machen. Auch nur an ihre Gesetze gebunden. Wunderbar. Die haben sich dafür auch zu halten. Genau. Daumen hoch. Genau. Und sich ein bisschen, weiß ja nicht, daneben benehmen ab und zu bei der überhaupt Polizei. Nicht. Müssen sie halt auch hinkriegen. Sonst landen sie halt wieder dort hinten in der ich Zelle. Ich mach doch mit bei dem Verein. Das dauert länger. Ich ruf doch an, wenn ich das sehe, die Straftat und die Gewalttat. Meine Frau wurde erschossen. Wo ist eigentlich mein Anwalt geblieben, der mir versprochen wurde? Haben Sie einen angerufen? Haben Sie den Kling der Nummer gegeben? Dr. M.A. Anwalt, gut, dann haben muss wenn aber, Sie die Nummer aber, im Kopf haben, ist das kein Problem, dann regeln wir das gleich. Der ja, muss, aber, der gleich muss aber auch die Lizenz als Anwalt besitzen, das vorab gesagt. Ihr kriegt bei mir ein Jahr frei fressen bei Fabo de Leckers in Holland. Ja, mal ein bisschen im Coffeeshop, dass du auch mal ein bisschen entspannter wirst, Junge, du bist ein bisschen steif. Mach nein, nichts, ist ja nicht schlimm, aber dass wir mal ein bisschen locker werden, ne, Jungs. Ich bin tiefenentspannt, aber ich sag's Ihnen so, irgendwann kommt der Tag, wo wir uns wahrscheinlich wiedersehen werden, entweder unter guten oder schlechten Umständen. Und dann können wir da drüben, wenn Sie mögen, ja? Wunderbar, Jungs. Und wir sehen uns drüben, Junge. In Rotterdam, Jungs. Ja, dann kriegt ihr Geld auf mich, die Abend, Junge. Dann hau ich dir mal ein bisschen was rein vom rauten Libanesen. Sie werden ja gleich entlassen. Wollen Sie noch duschen? Dann gehen wir hoch zur Dusche. Dann und dann. Ich würde gerne duschen. Ganz ja, gut. Sie dürfen bei uns duschen. Wunderbar. Kann der mit der Uniform mitkommen? Jungs, nochmal, ey. Ein Hip Hip. Hurray. Und zusammen. Hip Hip. Ja, doch ein bisschen steif, alle.
So, dann dürfen sie einmal dort duschen. Handtücher was finden. Was macht ihr? Der Herr stinkt und möchte gern duschen. Ich möchte gerne duschen so und pass auf, ich gehe jetzt duschen. Es wäre schön, wenn sich einer vor meine Kabine stellt, weil ich hier ein bisschen irgendwie Sorge habe, dass der eine... Nee, wir bleiben hier vor der Tür stehen. Jetzt Herr von Alge, Sie haben jetzt 5 Minuten Zeit, um zu duschen. Nee, das ist die Toilette. Ja, das ist die Toilette. Ja, ich wollte gucken, wenn ich kacken muss, ob da Papier da ist. Der Blick, kennst du das nicht? Kennst du nicht den Blick? Wenn du reinguckst und denkst, oh, hat hier einer im Stehen gepinkelt, dann wechsle ich doch die Kabine, gucken, ob Papier da ist. Unter 2 Rollen gehe ich nicht rein. Junge, kann bitte eine kommen mit mir? Na, was jetzt gehen Sie da alleine. Bitte Sie haben eine noch kommen, ich brauche ein bisschen Hilfe. 3 Minuten Zeit. Sie bitte haben jetzt noch 3 Minuten Zeit, Herr bitte von Alge. Komm doch bitte eine mit und helfe mir ein bisschen. Ich weiß doch nicht, welche Muskel ich drücken muss, wo mein Schließmuskel ist. Jetzt kommen doch. Eine mit. Wie, wo ich Schließmuskel, der ist. Komm jetzt rein. Sie müssen sich doch nur ausziehen. So, wo kann Sie okay. sich doch nur aus. Kannst du mir helfen, die Knöpfe aufzumachen? Was muss ich drücken? Ja, warte. Hier, ich mache Reißverschluss jetzt. Bitte. Wo muss ich drücken hier? Ich habe gerade nachgedacht. Ja, machen Sie den Y-Muskel. Wunderbar. Und dann. Genau, dann haben sie die Hose, dann haben sie, ne, Herr Weisheit, kennst du bitte ihre Hose? Genau, jetzt ich guck weg, ja. Dann auch die Schleife, Kinder. Die Kette. Guck mal, habe ich abgenommen mit dem Stress bei euch, Jungs. Scheiße. Ja. Wisst ihr, was wichtig ist? Die Schleife bleibt an. Ja, okay. Herr Weisheit, dort ist bei nicht die Dusche, die ist da hinten. So, wo kann man hier wohl das Wasser an? Wunderbar, guck mal. Oh, wunderbar. Oh, wunderbar. So, kann mich einer einseifen kommen? Kann mich einer einseifen kommen, bitte? Ich kann mal meinem Rücken nicht machen. Das kriegen Sie selber hin. Seifen Sie selber ein. Kann mal einer seifen kommen, bitte? Der Blaue. Hier liegt er auf dem Boden. Komm, der Blaue. Können Sie den Herrn dann bitte einseifen? Komm mal bitte mit mir Seifen einmal helfen. Wunderbar. Ja. Komm rein mit mir. Seifen jetzt. Komm, vorne, hinten. Komm. Komm rein hier, bisschen Seifen mich. Komm doch. Helfen. Nimm mal die Seife mit. Herr Tenn, jetzt helfen Sie dem Herrn. Gib mal die Seife auf. Wunderbar. Super. Oh, wunderbar. Wunderbar mit euch, Jungs. Wunderbar. Okay, sauber. Perfekt. Das ist ein Service hier bei der Polizei hier. Wunderbar. Herr von Alge, passen Sie auf hier, ein bisschen Parfum. So. Und jetzt gehen sich die nächste Frau glänzen. Was ist das denn für ein Dreck? Das stinkt ja. Guck dir dem Herrn beim Duschen. Der kann vielleicht in ihrer Kleidung. Nein, der Herr. Was hast du mir denn jetzt gesprüht für Kacke? Das ist das neue Louis Vuitton. Ja, ja. Das ist totale Schande, Junge. Komm mal selber jetzt schnuppern einmal. Also. Wo kriegst du das? Das riecht gut. Super. Das riecht wie vor meiner Schwester in die Nacht, als ich Bruno gezeugt habe. Ich kann nicht sagen, Herr von Alge. Also, das Parfum wurde empfohlen von dem Herrn Heeres. Haben die Leute in dieser Stadt wirklich großen Respekt vor euch? Da müsst ihr auch ein bisschen mal mehr Eindruck machen, ne? Ich habe keine Angst mehr. Nicht. Wir haben ein gutes Argument für Angst, für Respekt. Ja. Sollen wir Ihnen das mal alle synchron zeigen? Bitteschön. Die Kollegen auf 3. 1, 2, 3. Okay, Jungs. Herr Alge, brauchen Sie noch was? Sie sind eigentlich somit entlassen. Nee, war super gehen. Zeit bei euch, ohne Scheiß. Also wenn ja, ich mal klar, wieder Lust habe, 7 Tage mich wie ein Hund zu fühlen, komme ich hierher, statt zur Sademase-Frau. Super. Name? Westside. Wie? Westside. W-E-S-T. Moment, ich muss erst anrufen. S-I-D-E. Westside. Westside, super. Dann die 8 und die 3. Wunderbar. Wer ist denn das hier mit dem Grauen? Das ist Herr Potzes. Ich bin Herr Potzes. Und wer ist der andere? Herr Keimann. Und was macht ihr hier? Wir sind Polizisten, aber nicht in Dienst. Ach, beide? Ja, beide. Ich bin hier befördert worden. Ich bin ab morgen dabei. Ich würde heute schon gern testen. Hast du so einen Anwalt kurz da? Nur kurz. Sind Sie Praktikant? Ja. Praktikant oder also Anwärter? Anwart, ich bin oben. Wo ist denn dieser Anurag hier? Müssen wir in ein Geschäft fahren, da können Sie sich ja, wir können. Komm, wir gehen können, mal kurz dahin. Kannst du mir das zeigen? Ja, kommen Sie mit. Komm. Wunderbar. Hallo. Hier bleibt bitte. Hier bleiben. Wir gehen kurz hier mit ins Büro bitte. Mit die Jungs. Komm. Nein, bitte. Frei oder ist er festgenommen? Schade. Nein, der ist jetzt erstmal hier, weil aktuell eine Gefahrenlage da ist und oben niemand sicher ist. Bitte, bleiben Sie hier. Wir haben einen Helikopter hier, wir können mit dem Helikopter wegfliegen. Ja, wir würden Jungs, Heli kann nicht fliegen! Nee, das ist zu viel für meine Ohren. Ich kann Heli fliegen. Ja, ich kann Heli fliegen. Bitte, jetzt nicht irgendwie fliegen, einfach ruhig. Bin sich da sicher. Mein Telefon klingelt, kann ich einfach jetzt rangehen, ja, ne? Ja, natürlich. Ja, warum nicht? Hi. Hallo, ich bin's, Theo!
Ja, ich weiß, ich hab dich angerufen. Oh, meine Frau ist dran, Jungs. Warte eine Sekunde. Wie geht's, Schatz? Oh, lecker, lecker. Ja, gut. Und ihr? Wunderbar, ich bin hier. Ich versuche gerade ein bisschen was für uns zum Deichseln. Ah, ja, wegen der Wohnung, das wird ja, das nicht. Wieso wird das nichts mit der Wohnung? Weil es aktuell keine Wohnungen zu Miet gibt. Dann werde ich gucke. Gib mir noch einen Tag, dann habe ich das. Ja, alles gut, kein Stress. Ich habe alle im Griff hier, glaub mir das. Ich bin oben jetzt. Ich bin hier oben. Ah. Ja, ich bin im Polizeirevier. Komm doch vorbei. Ich kenne die alle hier, die Jungs. Warum denn das? Die haben mich mitgenommen, wegen die Pistole, was ich vom Entenangeln gewonnen habe in Rotterdam. Oh. Aber ich hab den jetzt. Ich hab zwei, die sind richtig schön. Mit denen, die geben mir alles, was ich brauche. Mach dir keine Sorgen, Schatz. Ich bin der richtige Mann für dich. Zieh dir schon mal die schöne Sache an mit den Straps. Ich komm gleich. Wo treffen wir uns? Ich bin gerade auf einer Party. Halloween-Party. Wenn dich einer anfasst, rufst du an. Ja, mach ich. Was für ein Party? Halloween-Party. Warum gehst du ohne mich? Ja, weil du dich nicht gemeldet hast. Spinnst du? Da ist nur Abschaum wieder unterwegs. Die baggern dich an, die fassen dich an. Alles gut, ich kann mich wehren. Wehe! Wo ist das? Komm da hin jetzt. Ich räume auf dem Laden. Soll ich dich irgendwo abholen? Hol mich ab am Polizeirevier. Ja, mach ich. Dann bis gleich. Wunderbar. So, Jungs, wartet mal. Was ist denn das hier mit der Kacke hier? Bist du da auf Toilette? Warte doch mal hier. Warte, ich kack hier hin. Warte eine Sekunde. Warte. Oh, nein. Oh, 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 oh Junge. Die steckt tief. Oh, Junge. Oi. Wunderbar. So. Was ist denn hier los? Alles wunderbar. Wir nehmen den Herrn gleich mit, mit dem Heli. Ich bin neu bei euch. Ihr bleibt erstmal hier. Ihr macht gar nichts. Wir fliegen gleich weg hier. Na, noch nicht. Wieso nein? Weil das eine Anweisung ist, Punkt. Was ist denn jetzt los hier wieder? Ja, die meinten, ich darf da nicht hin, weil es da gerade wohl gefährlich ist. Ja, dann komm, ich fliege raus hier. Ich habe hier einen Helikopter, Jungs. Von den Jungs hier. Ich fliege raus vom Polizeirevier vom Dach. Jungs, ist oben Ärger? Ist unten Ärger? Es ist überall gerade Ärger hier drumherum, deswegen versuchen wir sie in Sicherheit zu bewahren. Aber wegen wen ist hier Ärger? Was ist denn passiert? Interne Sache. Junge, wie siehst du denn aus in was für eine Uniform? Ah, Junge! Ich bin so sehen wir uns wieder! Theo! Komm, wir gehen aufs Dach! Okay, was für uns hoch! Wunderbar! Wir dürfen nicht aufs Dach, wir dürfen doch, das ist doch hier, guck mal, der hat doch eine Uniform an! Wir sollen aufs Dach, Entschuldigung! Okay. Der Mann nimmt uns mit, wir gehen aufs Dach! Wir gehen hoch! Wunderbar! Ich check, wir müssen die Lage checken, dass hier alles sauber ist! Das ist wunderbar, dass wir Leute kennen! Siehst du das? Jungs, ihr Geleckte, seid froh, dass ihr mich habt. Wir gehen auf Party jetzt. Was machst du eigentlich hier, Theo? Ich bin hier, ich war hier drin. Ich bin hier neu. Ich habe gesagt, ich mach ein bisschen mit. Die haben mich eingesperrt, danach haben die akzeptiert, dass ich der Beste bin. Die haben gesagt, die brauchen natürlich. Mich. Ich soll jetzt mit dem Helikopter vorfliegen. Ich fliege jetzt los. Ich hab's dir von vornherein gesagt. Wen gehört denn der Heli? Ist der von euch? Der ist unserer, von dem Geleckten im Grauen. Hey, passt auf, dann verpischt euch doch schnell. Wunderbar, wir gehen. Komm, lass uns zweimal sagen. Ciao, macht's gut. Schnell rein jetzt, Junge, Geleckte! Ja, aber schnell. Weg, geht. Bitte. Ich hoffe, sie können einfach weg. Kann einer den Wegepunkt markieren? Ja, habe ich. Rechts von uns ist Mero Park. Wenn ihr damit da hinkommt, dann müssen wir rechts. Mero Park. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber fliegen wir hin. Wo direkt ist das? Vor uns. Oh. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Jungs, hallo, Juti. Kommen Sie. Wo ist das denn hier? Wo ist denn der Mero Park? Oh Mann. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Bisschen wo ist meine Frau? Bisschen langsamer. Alle raus. Jungs, Nummer 1 hier, der Große, der Hurensohn! Oh. Wunderbar, wir sind da. Was ist das denn hier? Wir haben es überlebt. Da bleiben wir lieber weg. Wo bist du denn? Am Meeropark! Ich bin irgendwas am Würfelpark. Wir kommen dahin, Schatz. Kuss! Alles klar. Kuss! Gleich. Kuss! Nein! Warum nein? Bis gleich. Kuss! Schon wieder kein Kuss, die Alte. Wo müssen wir denn hin? Ich denke, die Frau... Hallo Jungs! Theo, der Hurensohn war kurz da, aber wir gehen jetzt wieder. Tschüss! Auf Wiedersehen! Guck mal, ob ich ein Auto hier habe. Oh, der Blonde gefällt mir gut, Junge. Warum das denn? Gefällt mir einfach, Junge. Du traust dich was. Die sehen alle gleich aus hier in der Stadt. Schatz! Ja. Siehst du mich fliegen? Ja, ich bin das! Komm her! Guck mal deine an, dein Mann! Hab ich von Polizei legal mitgenommen. Das muss man erstmal schaffen, ne? Mir wurde gerade erzählt, du warst im Knast. Was war denn da los? Erzähl ich dir gleich, komm her! Bratan, kannst du dich noch erinnern? Wir waren gerade zusammen hinter schwedische Gardine. Oh, wunderbar, Junge, da freue ich mich, dich wiederzusehen. Gib eine Umarmung, Junge. Hey, Junge. Junge, du bist ein Bratan. Darf ich euch vorstellen, das ist meine Frau. Ich könnte mit der Keule, wenn ich sehe. Sehr schön. Das ist meine Frau. Das ist zu weit hergegriffen. Das ist Tessi, meine Frau. Komm her, Schatz. Das ist zu weit hergegriffen, aber Tessa bin ich wirklich. Komm, Schatz, komm her. Gib mir mal eine kleine Umarmung für deinen Mann.
Ja, okay, du gehst, ich umarm dich nochmal, kein Problem. Hey! Oh, drei auf. Was ist das denn hier? Ich halt auch mal rein, ich halt auch mal rein. Hallo, wir hey, wir, Theo, wir haben gemacht Sandwich. Sie war zwischen uns. Sandwich! So sagen die, super. Ich muss mal kurz telefonieren. Hey, mit wem denn, Jesse? Theo. Mit wem willst du denn jetzt telefonieren? Wer? Hallo. Wer ist das? Erklär ich dir später. Nein, Jesse, du kommst jetzt hier mit mir mit, ich glaube, ich spinne. Also ist Rick Nummer 1 oder Nummer 2? Oder noch gar nicht? Noch, also eigentlich gar nichts. Ich hatte ein Date mit ihnen, aber er hat die ganze Zeit verkackt. Was ist das für eine? Naja, ich kann ihn nicht beschreiben. Du musst ihn selber lernen. Was willst du noch von ihm? Ich komme mit Helikopter hier hin. Das ist deine. Also du musst dir vorstellen... Ja, okay. Warte eine Sekunde, warte mal. Ich komme gleich. Entschuldigung. Er hat sich halt jetzt eine Zeit lang nicht mehr gemeldet und schien jetzt das Ganze in die Schuhe. Und er wollte halt was von mir, aber ich bin mir eigentlich unsicher und will eigentlich nichts von ihm, aber irgendwie ist es ganz kompliziert, ihm das zu sagen. Und ich dachte halt die ganze Zeit, ich gebe ihm eine Chance und vielleicht wird es ja doch was, aber er verhält sich halt immer so doof irgendwie. Und deswegen gebe ich dem Ganzen jetzt keine Chance mehr. Ich mach das für dich. Er geht gar nicht erst dran. Das siehst du! Ja gut, dann ist das Ding erledigt, leg auf. Auf jeden Fall, das ist durch. Ist das erledigt? Wie kann man sich hier endlich mal küssen? Mit welchem Muskel? Weiß ich nicht. Perfekt. Schön, oh, dass du ich bin gekommen. Oh!